Hallo, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Wer mich unterstützen möchte, kann das gerne tun. Alle Infos unten in der Beschreibung. Auch ein Abo, ein Like und ein Kommentar helfen wirklich ungemein. Und nicht vergessen, mich auch auf Odyssey zu abonnieren. Wer weiß, wie lange die YouTube-Party noch läuft. Und heute ist bei mir zu Gast ein Mann, dem man bei aller künstlerischer Freiheit auf jeden Fall keine Bühne bieten sollte, denn dieser Mann bedient sich der Querdenkersprache und sagt Dinge wie Lauterbach-Visage. Hallo Ludger K., wir duzen uns, wir kennen uns so ein bisschen, ne? Ja. Seit unserem letzten Gespräch vor Jahren mal bei der fehlende Part und ich freue mich, dass du hier bist. Dir sollte man eigentlich keine Bühne bieten. Ich musste ein bisschen schmunzeln darüber, weil ich das Beispiel der Lauterbach-Visage so interessant fand und bin selber überrascht darüber, dass man sich dieses Wort raussucht. Ich meine, du bist ein Bühnenmensch, bist Kabarettist, Moderator, hast wirklich super viel Erfahrung. Jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass du jetzt hier einen Einwurf gibst, aber du lachst jetzt nur so darüber und lässt mich einfach Nein, quatschen. ich höre viele Kommata, aber keinen Punkt, deswegen bin ich nicht Hast du reingegangen. recht? Hast du recht? Aber wenn das jetzt als Aufforderung kommt, mache ich das gern. Vielleicht eine kleine Einordnungshilfe. Es handelt sich hier um das Statement eines Zeitungsredakteurs, der einen Kommentar geschrieben hat und er meinte sinngemäß, naja, so einem, wer Lauterbach-Visage sagt, dem sollte man keine Bühne bieten bei aller künstlerischen Freiheit. Daher kommt das. Also es ist nicht eine landläufige Meinung, dass man mir keine Bühne bieten sollte, sondern eine persönliche, die aber natürlich eine Runde gemacht hat, weil die Zeitung groß Die ist. Zeitung ist groß aus der Ecke, woher du kommst, NRW, Nordrhein-Westfalen. Kommen wir jetzt auch schon zum ersten aktuellen Thema natürlich hier, und zwar die Ja. NRW-Wahlen. Du bist Kabarettist, demzufolge auch jetzt kein politischer Analyst. Und ich gestehe hier jetzt auch ein, dass mich diese Landtagswahlen, ohne jetzt einen Kraftausdruck zu verwenden, wirklich nicht interessieren. Ich muss das hier an dieser Stelle einräumen. Was ich interessant fand, dennoch, ist die historisch niedrige Wahlbeteiligung von 55,5%. Ja, das ist wirklich interessant, vielleicht sogar das, was diese Wahl kennzeichnet. Und ich stimme mit dir sogar überein. Ich interessiere mich für Politik und nicht für Landtagswahlen. Das ist ja nicht dasselbe. Man kommt irgendwann drauf, dass es politische Folklore gibt und es gibt Politik, die so ein bisschen abseits der Objektive stattfindet. Wir hatten hier eine große Wahl, ja, aber ja, die Besonderheit ist in einem Balken zu sehen, der nicht gezeigt wird. Das ist der Balken der Nichtwähler. Die Nichtwähler sind der große Sieger dieser Wahl. Ich glaube mit knapp 44%. Also es geht in Richtung absolute Mehrheit. Und deswegen bin ich ganz emotionsfrei als Analyst, als Betrachtender dafür, dieses Balkendiagramm zu erweitern. Die 100%-Marke, die ist falsch gesetzt. 100% bezieht sich immer auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen. Wir müssen das anders machen, auf die Anzahl der Wahlberechtigten. Das ist 100%. Und dann sehen wir jetzt den Balken der Nichtwähler, 44%. Und das würde allen mal zu denken geben. Denn es ist ja die Unsitte geworden, dass verlorene Stimmen, absolute Stimmen, noch als Wahlsieg verkauft werden können, aufgrund der prozentualen Verhältnisse. Also wenn jetzt nur noch 10 Leute zur Wahl gehen und dann kriegt die CDU von diesen 10 Leuten, die in NRW zur Wahl gehen, 4 Stimmen, dann war tolles Wahlergebnis, 40%. Ich glaube, es hat System, dass Prozentrechnung nicht mehr beigebracht wird in den Grundschulen, damit man das nicht begreift. Also mein Appell, Balkendiagramm erweitern. Ohne Jux. Okay, also historisch niedrige Wahlbeteiligung. Ich würde das gerne nur mal, damit hier auch ein paar Fakten auch transportiert werden. Die Wahlbeteiligung 2017 in NRW war 65,2%. Das sind 10% weniger. Ist schon wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also ein großer Unterschied. Und noch ein interessanter Fakt, die Wahlbeteiligung in NRW bei der Bundestagswahl jetzt erst 2021 lag bei 75%. Also da hat man ja dann offenbar eine Wichtigkeit vielleicht erkannt. Ja, also erstmal ohne rumklugschwätzen zu wollen, es sind 10% Punkte weniger, also noch mehr als 10%. Und dadurch wird das noch signifikanter. Es war schönes Wetter an diesem Wahlsonntag, das hat man gespürt. Es war Grillzeit, Biergartenzeit und da hat man sich überlegt, in so eine triste Wahlkabine zu gehen. Und sicherlich ist auch das Motto, in immer mehr Menschen zu finden, was soll ich da? Ist das wirklich so, Geht's dass ich dir da. so? Ja, natürlich geht Also mir bist du das nicht so. Wähler? Wären wir Amerikaner, wäre ich sehr offen mit Wahlverhalten und auch mit Gagenzahlen. Das würde ich dir alles nennen, aber in Deutschland sind das irgendwie sensible Sachen. Also ich sage zu bestimmten Zahlen ungern was, aber ich habe eine große Sympathie für Nichtwähler. Ich habe auch schon
des Öfteren aus Überzeugung nicht gewählt. Nie aus Bequemlichkeit, sondern ich habe aus Überzeugung nicht gewählt. Was jetzt am letzten Sonntag der Fall war, habe ich vergessen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ach, ist das so? Ne? Ich sage das ja immer laut und mir sind auch so die Kommentare, wer nicht wählt, darf sich nicht beschweren, auch total egal. Ja, das passt zu dir. Das ist dein im positiven Sinne Charakter und das kann man so sehen. Ich habe dafür Verständnis und schwanke oft. Ich schwanke oft noch, weil meine Erziehung wirklich auch dahin ging, nein, man muss dahin. Das ist etwas, was man sich erstritten hat. Ich habe ja auch im Gegensatz zu dir nur wirklich als Erwachsener diese Wiedervereinigungszeit erlebt und habe beim Thema Wahlen immer noch eine Scheu zu sagen, ich beteilige mich daran gar nicht. Ich habe aber eine große Sympathie fürs bewusste Nicht-Wählen-Gehen. Bei einem Nicht-Wählen-Gehen aus der Motivation heraus, der Spaziergang zum Wahllokal ist mir zu weit, da schwindet die Sympathie etwas. Aber ich glaube, bei dir ist es eine bewusste Entscheidung. Ich möchte Teil dieses größten Balkendiagramms sein, aus Überzeugung. Und das finde ich gut. Ja, ich kann mich halt nicht damit identifizieren, mit keinen der Parteien und die Art und Weise, wie die Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Es ist Folklore. Es ist kein Politik, es ist Politik-Business. Und dementsprechend möchte ich mich auch nicht unbedingt an diesem Business beteiligen. Auch als Kabarettist übrigens nicht. Also nicht jede Pressemitteilung der FDP ist es wert, in einem Kabarettprogramm durch den Kakao gezogen zu werden. FDP hat verloren, AfD auch und die Grüne hat deutliche Zugewinne erzielt, was auch nicht groß verwunderlich ist. Nein, das ist ein Trend. Also grün ist die Farbe, dass es jetzt so viel ist. Man sieht das ja an den Wählerwanderungen. Also ich glaube, die SPD hat schon irgendwie sehr stark zu leiden, dass die Leute überall hinweggehen. Also auch zur AfD übrigens. Das ist ja nur weil die verloren haben auch ein paar Punkte. Ja, also die haben verloren zu den Nichtwählern wahrscheinlich. Es ist nicht gelungen, im Bereich der Nichtwähler zu mobilisieren. Den Grünen ist es gelungen. Das ist ein Stück weit für Leute, die nicht grün wählen, beängstigend. Es ist faszinierend, dass es in diesen Größenordnungen passiert und ja, vielleicht liegt es auch an der Spitzenkandidatin, ich weiß es nicht. Mona Neubauer, eine bayerische Dame, die tatsächlich in NRW politisch Fuß gefangen hat, sagen wir es so? Ja. Fuß gefasst hat. Gefasst, danke. Ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern. Und du hast sie ja mal kennengelernt, ich glaube vor 10 Jahren hast du erzählt. Ja, etwas weniger als 10 Jahre kennengelernt ist, sagen wir mal in Anführungszeichen, wir hatten eine Begegnung, ein intensives Gespräch. Ich hatte damals einen Auftritt für die Grünen in Gütersloh und gebe hier unumwunden zu, dass das eine sehr schöne Begegnung war. Es gab nämlich damals noch die Möglichkeit, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also auch als Liberaler, Libertärer, wie auch immer man es nennt, konnte man damals zu den Grünen gehen und solche Sachen sagen wie, wenn Globalisierung dazu führt, dass wir aus Asien T-Shirts bekommen für 2,20 Euro, also Wegwerfklamotten, ist das irgendwie nicht gut. Vielleicht konsumieren wir zu viel Geld für Sachen, die wir nicht brauchen. Sowas. Das konnte man da noch machen. Aber also, das kann man doch jetzt auch noch. Es ist so, dass der kleinste gemeinsame Nenner schwieriger zu finden ist. Also in einer Zeit, wo die Grünen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet befürworten, ist es schon ein bisschen schwerer zu sagen, wo ist denn jetzt unsere Gemeinsamkeit? Bei der Mona Neubauer in dem Gespräch damals war ich wirklich überrascht, welche liberalen Ansätze sie hatte. Sie hat damals auch in Gütersloh eine Rede gehalten. Also ganz klein war das. Ne? Es waren 40 Leute im Rahmen einer Geschäftsstelle mit ein bisschen Fingerfood. Und da hat sie Hannah Arendt zitiert. Sie hat ein Lied auf die Freiheit quasi rhetorisch gesungen und ich war ganz begeistert und auch in dem Gespräch hinterher dachte ich, ja, ich finde die toll. Ne? Also ich habe sie immer danach so ein bisschen beobachtet und mache das jetzt umso mehr, denn ein solch hohes Wahlergebnis weckt natürlich Erwartungen, ist eine Bürde und ich merke auch, dass sie in ihren Reden natürlich das abspult, was man als Grüne machen muss, also in jedem dritten Satz irgendwas mit Klima und Weltrettung, aber wenn die Flamme der Freiheit in dieser Frau so lodert, dann wird sie das nicht bis an ihr Lebensende unterdrücken können. Also ich kann mir vorstellen, von dieser Frau ist einiges zu erwarten. Es ist eine sehr spannende Person im Gegensatz zum Ministerpräsidenten, der interessiert mich weniger. Spannend, ja, weil du bezeichnest dich ja auch selber oder hast dich mal bezeichnet als so konservativer Kabarettist. Ja. Und sich dann jetzt hier so zu outen als ein Grünen-Fan ist ja auch schon, sagen wir mal, in dieser eigenen Blase auch jetzt gerade nicht etwas, was man oft hört. Ich bin kein Grünen-Fan, nein. Bitte. Also das muss ich weit von mir weisen. Ich bin ein Fan dieser Mona Neubauer. Aber das liegt natürlich an der persönlichen Begegnung, ist doch ganz klar. Sie wird sich kaum noch daran erinnern. Sie muss da sicherlich in der Schatulle ein bisschen kramen und dann wird sie sagen, ach ja, da war doch einer in Gütersloh damals. Aber umgekehrt ist das natürlich was anderes, wenn man wirklich die Möglichkeit hat zu sehen, so entwickelt sich das. Aber ist es nicht spannend? Vor 10 Jahren hast du da so ein anderes Bühnenprogramm gemacht?
Natürlich hat sich das BÜHM-Programm jetzt sehr heftig entwickelt in den letzten 2 Jahren aufgrund der weltweiten Umstände. Aber ich bringe Ansätze und Pointen von damals auch noch heute. Mhm. Und das hat seinerzeit schon so ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt, aber es war nicht so dermaßen polarisierend. Also man konnte damals noch sagen, um nur ein Beispiel zu nennen, ich konnte damals sagen auf der Bühne bei den Grünen, vergessen wir nicht, dass es auch Unternehmen gibt, die einfach an diesem Umwelthype profitieren und dass es da auch um Geld und Macht geht. Das konnte ich bei den Grünen sagen und es gab Applaus. Ja, müssen wir vorsichtig sein. Und heute wäre das so, ja, es gibt Leute, die daran Geld verdienen, das ist ja Verschwörungstheorie. Also das hat aber bist du dir da sicher, dass das heute so wäre? Ja, da bin ich mir sicher. Okay, auch schon getestet? Ja. Okay. Um da jetzt mal anzuschließen, habe ich nämlich so einen alten SZ-Artikel über dich gelesen, 2015. Oh, ja. Und da hatte ich auch schon so den Eindruck, ja, der war jetzt aber interessant geschrieben und hat sich auch wirklich kritisch mit diesem Kabarett und was darf man denn noch sagen, auseinandergesetzt. Allein der Teaser war, Ludger Kusenberg findet Conchita-Wurst nicht toll und macht auch mal Islamwitze. Darf man das in Deutschland irgendwie so, die Lage des Witzes in Deutschland, das fand ich eigentlich ganz lustig formuliert. Und das war 2015, also 7 Jahre her, hat schon anders angeklungen, als wie das heute klingen würde. Ja, ein bisschen was hat sich getan. Der damalige Artikel hat doch eine gewisse Resonanz verursacht, denn es war eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung. Das ist schon nicht schlecht und für mich als Referenz auch in Ordnung gewesen. Der Journalist war sehr fair. Er hat sich natürlich nicht, wie es sich gehörte, auch auf meine Seite geschlagen, sondern er hat das ausbalanciert. Also ein in jeder Hinsicht anschlussfähiger Artikel. Und diese vernichtenden, diese Hinrichtungsartikel, die sind erst seit geraumer Zeit en vogue, sag ich mal. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Zuerst möchte ich nochmal hier für die Leute, die den Herrn Ludger Kusenberg nicht kennen, ein Showreel einspielen, damit ihr mal so eine Idee habt, was dieser Mann alles schon gemacht hat. Aus einer Laune heraus bin ich irgendwann zum ersten Mal auf eine Bühne gestiegen. Damals hatte jede Großstadtkneipe plötzlich eine eigene Stand-Up-Show. Danach gab es ein paar Kabarettpreise. Ich mag Fernsehen! Aber gestern wie heute gilt, ich bin mit Leib und Seele Live-Akteur. Mehr als 1000 große Varieté-Shows habe ich moderiert. Immer wieder und immer wieder gern. So, liebe Herren, gehen die Herzschrittmacher noch. Eine kleine Jux-Tournee in den USA hat mich gestählt und das höfliche deutsche Publikum zu schätzen lernen lassen. From Deutschland! Yeah, my name is Luca, I'm from Germany, the land of funny. Yeah. Es gibt Theater, da spiele ich von Anbeginn bis heute. Darauf bin ich stolz. Von Anbeginn bis heute im Quatsch Comedy Club und das ist auch weiterhin so der Fall. Das ist weiterhin so. Ich habe Termine in diesem Sommer und auch im Herbst in München. Es gibt ja mehrere Dependancen und es ist ein toller Club. Also das ist schon so, dass ich da auch gerne bin. Mhm. Dann kommen wir mal zu einem anderen Engagement, das eigentlich für, jetzt war das jetzt nur für den Sommermonat oder für das ganze Jahr geplant? Das war für 4 Monate im Frühjahr, von März bis Juni. Ein tägliches Gastspiel als Moderator einer Varieté-Show. Und das war bei dir da in der Nähe, ne? Das ist bei mir in der Ecke gewesen, im Ruhrgebiet, ja. So, und um diesen Fall mal hier so aufzuarbeiten. Der WAZ-Chefredakteur Jürgen Stahl hat einen Artikel und einen Kommentar geschrieben über die Tatsache, dass du dort als Moderator auftrittst und hat dann eben den Vorwurf in den Raum geworfen, du bedienst dich der Querdenkersprache, sagst Sachen wie Lauterbach-Visage oder redest von Unterdrückung und dass du auch unerträgliche Werbung für einen AfD-Sympathisanten machen würdest. Da ging es dann um Max Otte, mit dem du auch zusammengearbeitet hast oder der dieses oder jenes Video sponsort. Ich meine, also ich habe persönlich damit kein Problem. Gut, dieser Journalist hat da, Chefredakteur wohl bemerkt, hat da Anstoß daran genommen. Das hat ja dann dazu geführt, dass du quasi gekündigt wurdest, richtig? Also ja, das ist so. Also dieses Engagement stammt noch aus der Zeit der alten Normalität und wurde dann immer wieder geschoben. Und man hat dann den neuen Versuch gewagt jetzt im Frühjahr und merkte, ja, es entspannt sich, es wird zustande kommen. Und ein paar Tage vorher, also es gab schon Regiebesprechungen, ich habe Texte geschrieben, eine Songparodie ausgearbeitet. Das war sehr, sehr konkret. Das war nah an dem Premierentag im März 2022. Da gab es offensichtlich eine Kontaktaufnahme dieses Herrn von der WAZ, der dem Theater gesagt hat, hört mal, jetzt wisst ihr eigentlich, wen ihr da engagiert habt. Ja, dann guckt mal hier, da, was der dann so macht und sein Humor. Der sagt ja ganz schlimme Sachen. Der ist für eine freie Impfentscheidung und hat Lauterbach-Visage gesagt. Also ist eure Entscheidung, aber wenn ihr den behaltet, dann müsst ihr da natürlich auch mit der entsprechenden Berichterstattung rechnen. Und
12 Stunden später war ich raus. So schnell geht das. Also die Flyer waren ja auch schon gedruckt, ne? Ist das nicht herrlich? Also aus Umweltgesichtspunkten natürlich ein Skandal. Die Flyer waren gedruckt in hoher Auflage, Poster waren gedruckt. Ich habe das alles gesehen. Die digitale Werbekampagne war schon gestartet zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt, als GIF und JPEG-Leiche bin ich immer noch zu sehen im Internet in dieser Show. Aber das geht ganz schnell. Ich war dann raus. Und ja, vielleicht ist es dir aufgefallen im Rahmen meiner eigenen Berichterstattung auf meinem Kanal. Ich habe ja ein langes Video drüber, also gar nicht so lang, 10-minütiges Video drüber gemacht. War ich ja noch fast auch milde. Ich war milde mit dem Theater, dass ich da jetzt kein böses böses Blut da, sagt man das jetzt? Also ja. Ich wollte da keine Spannungen erzeugen, sondern man hat sich irgendwie geeinigt. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, so läuft das. Aber das bringt für mich so ein paar Fragen auf. Ja? Ja. Du hast ja dann auch, du hast es mir dann auch geschickt, du hast dem Chefredakteur, ich habe es mal mir angeguckt, der diese E-Mail, 4 DIN A4 Seiten, eine E-Mail geschickt, um deinen Standpunkt klar zu machen. Ja. So, und ich werde natürlich jetzt nicht auf die Details reingehen, weil ehrlich gesagt, ich habe vielleicht 2 Paragraphen gelesen. Das war ja urlang. Mhm. Hast du wirklich gedacht, dass der Chefredakteur deine Reaktion liest? Ich meine, 4 DIN A4 Seiten, das ist ja ein Essay. Also die Abfolge ist dann schon wichtig. Es war alles in Ordnung mit dem Theater, Premiere geplant. Dann sagte der Chefredakteur der WAZ zum Theater, überlegt euch das mal. Und ich wurde überhaupt nicht kontaktiert von der WAZ, gar nicht. Und nachdem ich raus war, nachdem das Theater gesagt hatte, wir müssen uns trennen oder wir müssen canceln, also das ist wirklich die Wortwahl gewesen, erfuhr ich, dass es natürlich auch einen Artikel geben wird in der Zeitung und wartete darauf, dass mich irgendjemand anspricht, ob man auch mal meine Sicht der Dinge interessant findet. Nein. Ich musste den Kontakt aufnehmen. Da habe ich natürlich sehr viel Leidenschaft in diese Kontaktaufnahme gelegt. Und mir ist das nicht aufgefallen, dass das 4 DIN A4 Seiten waren, sondern ich habe einfach mit sehr viel Herzblut gesagt, Sie müssen doch mich hören. Es kann doch nicht sein, dass Sie mich killen, dann darüber einen Artikel schreiben und dann da auch noch einen Kommentar veröffentlichen zu der Sache. Ist denn meine Position gar nicht interessant? Dann hörte ich aber am Telefon auch, nachdem dann diese Kontaktaufnahme stattfand, es ist eigentlich schon alles geschrieben und wir können gerne miteinander plaudern, aber es schlug sich nicht großartig in dieser Hinrichtung nieder. Es war eine Hinrichtung. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum du so wütend auf den Chefredakteur bist und nicht das Theater, weil das Theater hätte auch anders entscheiden können. Ja, es ist ja so, nehmen wir mal an, das Theater hatte mich rausgeschmissen und die Zeitung hätte dann darüber berichtet, wäre der Fall ja schlimm genug. Aber das Besondere, so sage ich es mal, ist ja, dass das auch von der Zeitung selber, von dem Herrn initiiert wurde. Also er hat, und die rühmen sich sogar damit, also da stand in der Online-Berichterstattung, wir haben das Theater darauf aufmerksam gemacht. Also das ist die Abfolge. Er initiiert das und dann wird hinterher darüber berichtet. Das Theater hätte natürlich sagen können, wir bleiben standhaft. Mhm. Denen fehlt aber die Widerstandserfahrung. Und man muss einfach auch mal gestehen, dass selbst in diesen Zeiten einfach noch sehr viele Menschen liebenswert gucken, dass sie ihr Leben und ihre Geschäfte am Laufen halten und noch nicht mitbekommen haben, dass theoretisch eventuell alle paar Jahre auch in der Tagesschau mal was falsch sein könnte. Sondern die sind immer noch in dieser vertrauensseligen Situation, dass die nicht mitbekommen haben, was im Rahmen der Cancel Culture geschieht. Die hatten Angst. Die hatten Angst, glaube ich. Was heißt glaube ich? Ich weiß das. Die hatten Angst, dass eine Vernichtungsberichterstattung über das Theater gezogen wird und mussten gucken, wie schützen wir unsere Familie. Und deswegen war ich da milde. Ich finde das sehr milde. Ja, natürlich. Weil die ganze, ich meine, was der Chefredakteur schreibt, ist eine Sache. Wie das Theater reagiert, ist eine ganz andere. Das sind zwei verschiedene Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ich kann zwar auch diese Perspektive nachvollziehen und dass sie vielleicht dann keine Widerstandserfahrung haben, aber man muss halt irgendwann mal die erste Widerstandserfahrung machen. Es wäre möglich gewesen. Ja. Und andere Theater hätten auch gesagt, was du schreibst, im Zweifel wissen wir, das ist alles Werbung, das bringt uns Zuschauer sozusagen hier rein. Und nach 2 Wochen hat das jeder wieder vergessen. Mhm. Das ist vollkommen egal. Und ich möchte an dieser Stelle übrigens auch noch erwähnen, dass die Texte, die ich dort im Varieté mache, sich unterscheiden von meinen Solo-Darbietungen. Mhm. Ich bin auch Dienstleister. Also ich habe kein Problem damit, aus meinem Repertoire die Sachen zu holen, die für eine Familienshow einfach am geeignetsten sind. Ja. Da geht es dann auch wirklich ums Älterwerden, um Erfahrungen im Alltag. Und da muss man ja nicht in jeder Varieté-Show
wo es um die Artisten geht, die Welt verändern wollen politisch. Also es hatte überhaupt gar nichts mit meinen Videos auf YouTube zu tun. Aber es hat dann dazu geführt, dieses Hin und Her, dass man einfach ganz, ganz schnell sagen musste, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ich habe fast eine Sympathie, wenn eine Entscheidung getroffen wird, auch wenn sie falsch ist, anstatt zu sagen, wir eiern ein bisschen rum. Ich habe dem Theater einen Vorschlag gemacht. Funkstille erstmal zwischen uns. Und ich habe mit Ihnen einen Termin vereinbart für ein Gespräch. Einen konkreten Termin. In 5 Jahren. Mhm. Und den habe ich auch eingetragen im iPad und ich hoffe, die auch. Und ich werde in 5 Jahren dorthin fahren und sagen, wie seht ihr das jetzt nach 5 Jahren? Mhm. Ob ich dann noch Kabarett mache, das wollen wir mal sehen. Ob es das Theater noch gibt, ich hoffe ja. Und die Zeitung wird es auch noch geben. Was soll denn in diesen 5 Jahren passieren? Es braucht ein bisschen Abstand. Ich glaube, wenn Menschen bei null anfangen im Rahmen dieses Zweifelns und dann, wie ich es eben schilderte, doch noch so in dieser... Ich eiere ein bisschen rum, also Naivität ist das Wort, das ich zu vermeiden versuche, in dieser liebenswerten, offenen Haltung allem gegenüber, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, um selber festzustellen, oh, das fing damals an, dass wir mal einen Fall hatten, der uns ein bisschen durchgerüttelt hat, aber das war da ja dann auch und jetzt haben wir mal die andere Perspektive, das braucht ein paar Jahre. Bis man ins Rabbit Hole fällt? Ja. Es ist ja tatsächlich, ich glaube, das ist auch, was du anspielst, bis man so erkennt, dass man... dass vielleicht doch nicht alles ganz so stimmt, was einem erzählt genau. wird. Genau, also wir sind ja auch jetzt an einem Punkt unseres Lebens angekommen, wo wir Weggabelungen hatten. Und wenn mir vor 20 Jahren, wenn ich das gelesen hätte vor 20 Jahren, da wurde ein Moderator rausgeschmissen und es heißt in der größten Zeitung am Platze, dass man den ja nicht nehmen kann aufgrund humoristischer Verfehlungen, dann hätte ich vor 20 Jahren gesagt, klingt so, als wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da wird schon was Wahres dran sein. So, und das hat für mich auch etwas gedauert zu wissen, nee, man kann sich auch komplett davon freimachen. Es kann auch sein, dass einfach ein Journalist einfach sein Ego-Ding fährt und der Moderator sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das kann auch sein, aber das dauert. Kann es auch sein, dass der Kabarettist sein Ego-Ding fährt? Aber natürlich, also so ohne Ego-Ding geht es ja gar nicht und ich gebe auch unumwunden zu, dass diese Trennung an diesem späten Zeitpunkt natürlich für mich auch die Möglichkeit eröffnet hat zu sagen, schaut euch das an, hier ist das Bildmaterial. Also die Flyer wurden, Poster wurden schon alle gedruckt. Ich bin drin, ich bin da und 12 Stunden später bin ich weg. Mhm. Also hätte das Ganze ein halbes Jahr vorher stattgefunden, dann hätte ich das Ganze nicht bebildern können und auch nicht so ein schönes Video machen können. Also die Resonanz darauf ist schon enorm. Ich habe viele, viele schöne Kritiken gekriegt als Kabarettist. Und habe daraus auch gerne zitiert, aber sie blieben ohne jeden Widerhall. Mhm. Und der Verriss, der hat die Runde gemacht. Mhm. Inwiefern jetzt die Runde? Das haben sehr viele Leute mitbekommen. Mhm. Das haben Veranstalterkollegen haben es mitbekommen. Und da gab es auch wirklich Solidaritätsbekundungen, die mich gewundert haben. Aber die ich natürlich gerne annehme. Von wem denn? Auch von bekannten Leuten? Lass mich mal überlegen. Es gab eine bekannte Frau war dabei. Wer denn? Das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Kein Name-Dropping? Ich würde es gerne ihr selbst überlassen, ob sie vielleicht selber mal in die Line of Fire springt, wenn wieder auf mich geschossen wird. Aber es war eine sehr prominente Frau, einige Kollegen und auch Veranstalter. Also da ist auch was draus entstanden jetzt. Mhm. Und ich nehme das so an. Ich nehme das so an als wichtigen Punkt. Meine Mutter tat mir ein bisschen leid. Also die hat dann anonym eine Ausgabe der Zeitung in den Briefkasten geworfen bekommen und ich bin gespannt darauf, was im nächsten Nachbarschaftsfest da so los ist. Ach so, wird darüber geredet natürlich. Das wollen wir mal sehen. Also ich kann nur sagen, niemand in der Nachbarschaft hatte mitbekommen, dass ich eine große Show moderiere über 4 Monate. Das wusste keiner. Mhm. Trotz Berichterstattung vorher. Es gab ja immer wieder Ankündigungen. Aber das wissen irgendwie alle. Mhm. Dass du es nicht mehr moderierst. Genau, das ist nicht mehr. Also aufgrund deiner Querdenkersprache. Hatte das sonst noch aus... Ja, klar, natürlich, in Anführungsstrichen. Ich zitiere auch ihn die ganze Zeit, weil ich das einfach so interessant fand, wie er das formuliert hatte. Hast du dich damit vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen verrannt, aber hat man sich da Sachen verbaut damit? Oder hast du eher so die Idee, dass nein, das hat mir ganz viele neue Türen eröffnet, dich auf diesen kritischen Weg einzulassen? Ja, also... Es gibt einen Weg, den man dann einfach gehen muss. Und das habe ich gemerkt. Ich kann diese Zustände nicht akzeptieren. Ich kann es nicht akzeptieren, dass QR-Codes mit medizinischen Informationen über ein Lesegerät gezogen werden müssen, wenn man sich eine Kabarettshow in einem kleinen Theater angucken möchte. Ich kann das nicht akzeptieren, zum Beispiel. Und
das bin ich auch nicht mehr bereit abzunicken und dementsprechend muss ich das machen. Und dass mich das etliches kostet, habe ich jetzt gemerkt, das tut weh. Ich blicke wehmütig auch auf Sachen, die so in diesem kleinen Showreel angedeutet wurden. Das ist natürlich auch eine tolle Zeit gewesen und immer noch in der Kleinkunst, diese Garderobenerfahrung, diese zwischen großen Galas moderieren und kleinen Open-Mic-Shows, das ist ein tolles Leben. Aber wenn das jetzt halt der Weg ist, dann wird das auch zu einem Ziel führen. Und im Moment lerne ich Leute kennen, die sich bei mir melden, mit Impressum, Adresse, Telefonnummer, Unternehmer, aber auch Privatleute, die sich bei mir bedanken. So, ich habe dieses und jenes Video von dir gesehen und finde das toll. Ich danke dir, ich muss schweigen. Pflegekräfte sehr viele, Homöopathen. Aber müssen die alle wirklich schweigen? Ich frage mich das manchmal, wenn die das nicht tun würden, dann sehe die Welt vielleicht anders aus. Und ich behaupte auch gar nicht, dass jetzt die kritische Bubble oder so immer recht hat mit all dem, was sie sagt. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass man das Aussprechen kann und möchte, was man denkt und was man fühlt und was man für wahr hält. Und das kann man ja im Austausch dann irgendwie austarieren. Also darum geht es mir eigentlich, dass man sich frei genug fühlt, die Dinge, die man für richtig hält, einfach auch aussprechen kann. Ja, ich bin kein Freund dieses Wenn alle dann. Das wird ja auch auf der anderen Seite gerne genommen, nach dem Motto, wenn alle sich an die Hygienemaßnahmen gehalten hätten, dann hätten wir jetzt gar nicht mehr die Notwendigkeit, sowas zu machen. Und das Wenn alle dann funktioniert nie. Und ich kann auch nicht sagen, wenn alle rebellieren würden, dann hätten wir auch eine andere Situation, sondern die meisten Menschen sind einfach so, dass sie ihr Leben gerne auch leben möchten, dass sie gesund bleiben und für ihre Familie sorgen möchten und in ihrem Umfeld gucken, dass alles in Ordnung ist. Wir sind nicht alle Rebellen und wir sind auch nicht alle dafür gemacht, permanent uns zu äußern, kritisch zu irgendetwas. Und deswegen habe ich Verständnis dafür. Aber das muss man ja auch gar nicht. Es werden ja Dinge kritisch gemacht, die es ja eigentlich gar nicht waren. Ich meine, ich habe ja was vorgelesen von 2015, wo es dann darum ging, ne, Ludger findet Conchita Wurst nicht toll und macht doch mal Islamwitze. Das war dann irgendwie noch irgendwie sagbar, ja. Und jetzt würde ich mich auch fragen, könnte man diese Witze noch machen? Also es geht ja gar nicht immer darum, so offensiv kritisch zu sein oder offensiv irgendwie nach außen zu treten mit seiner Meinung, sondern auch einfach Fragen zu stellen, oder? Ich glaube, dass das geschieht, aber unter medialen Radar. Mhm. Und das finde ich auch sympathisch. Ich stelle eine Renaissance der Wirtshauskultur fest. Und das bei ist dir jetzt in NRW? Natürlich kann ich in erster Linie nur über die Regot sprechen, in der ich lebe. Da stelle ich es fest, dass man wieder zusammenfindet, miteinander redet, etwas offener auch wird. Das sind doch diese furchtbaren Stammtischparolen, oder? Genau, dass die Stammtischparolen, und deswegen wird ja auch das Wort so diffamiert, dass man das natürlich von politischer Seite nicht will, aber man darf sich seine Stammtische nicht diffamieren lassen, wie immer man sie auch nennt. Es ist so, dass die persönliche Begegnung, das persönliche Gespräch immer ein bisschen mehr offenbart als irgendwelche Posts, die dann retweetet werden. Und das gibt mir Hoffnung, dass diejenigen, die nun extrem unterwegs sind in diesen sozialen Medien, einfach glauben, das ist die Stimme, aber das ist die veröffentlichte Stimme. Und im Moment mischt sich bei mir im Leben vieles neu. Und ich kann nur sagen, diese Menschen, die ich früher vielleicht auch mit einer hochgezogenen Augenbraue angesehen hätte, also Naturheilkundler, die einfach auch lange, lange auch das Schlucken einer Kopfschmerztablette ablehnen, das sind einfach Menschen, die sich mit bestimmten Fragen auseinandergesetzt haben. Und es kann nichts Schlechtes sein, bei Kopfschmerzen zu sagen, gönn dir mal eine halbe Stunde Pause und trink ein Glas Wasser und nicht sich darauf zu verlassen, mit harten Mitteln sofort wieder zu funktionieren. Also ich lerne tolle, liebenswerte Menschen in echt kennen, die sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil sie gar nicht bei Facebook sind und weil sie auch keine Talkshow haben und weil sie auch nirgendwo Chefredakteur sind. Mhm. Und diese Stimmen gibt es. Wie ist die Lage des deutschen Witzes, des deutschen Kabaretts, der deutschen Comedy aktuell aus deiner Sicht? Immer dynamisch, immer spannend. Also ich bin ja jetzt schon im Mittelalter angekommen. Das heißt, ich muss mich wirklich intensiv informieren, um zu sehen, was ist bei den neuen Shows so los, bei diesen verruchten Kneipenshows, die man ja auch spätestens dann weniger sieht, wenn man selber ein Soloprogramm hat und damit ausgelastet ist. Also es ist immer noch so, dass es im Kabarett ein Mainstream gibt. Also es ist erschreckend, dass näherungsweise 100% doch sehr regierungsfreundlich sind und auch nicht. Auch die Subkultur? Auch die Kabarett-Subkultur? Ja, das ist so.
Aber es poppen gerade so einige auf, die sich das nicht so leicht bieten lassen. Und dazu gehören auch insbesondere die Comedians mit einem anderen familiären Hintergrund und also die nicht so in dieser deutschen Bubble drin sind. Und das bietet ganz andere, sehr interessante Möglichkeiten. Ich bin gespannt, aber ich habe nicht allzu viel Hoffnung, dass dann eine große Änderung sich vollzieht. Es ist schon merklich, dass Musiker anders ticken als Comedians. Und Comedians ticken ganz anders als Leute aus dem Bereich Poetry Slam. Da gibt es zwar Schnittmengen oder wenigstens Berührungspunkte, aber das Kabarett ist schon sehr auf Linie. Also wenn zum Beispiel ein Florian Schröder eine Lisa Fitz 3 Minuten lang anmoderiert, nach dem Motto, seht her, bei uns kommen doch andere Stimmen, seht her. Also wenn er so anmoderieren muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das doch etwas Besonderes ist, weil sonst würde er einfach sagen, so, die nächste ist Lisa Fitz. Und da sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass mal libertäre Stimmen zu Wort kommen zum Beispiel. Wir haben uns entfernt, es war ja auch mal anders. Ja, natürlich, also, aber die Form des Regierens war ja auch mal anders. Also die Regierungskritik war mal die Essenz des Kabaretts der 70er Jahre. Aber da war natürlich das Regieren geprägt von solchen Leuten wie Franz Josef Strauß oder selbst ein Helmut Schmidt, der dann doch eher ein Konservativer auf dem Terrain der Sozialdemokraten war. Und da ist es natürlich schon eine Umgewöhnung zu sagen, ja, jetzt haben wir die Leute, also zum Beispiel die Grünen, die wir uns immer gewünscht haben, wie gehen wir jetzt damit um? Also ich kann mich erinnern, in den 80ern, da hat Otto Schily mal etwas gesagt, was mich begeistert hat als Schüler. Er meinte sinngemäß, wenn wir, die Grünen, irgendwann in der Bundesrepublik Regierungsverantwortung haben, dann werden wir Grüne dafür sorgen, dass bei Staatsempfängen keine Militärkapelle mehr spielt, sondern Bab oder Rio Reiser. Und das fand ich ja toll, das ist eine super Vorstellung. So, jetzt sind die Grünen ja überall dran. Und was macht man jetzt, also wenn genau diejenigen plötzlich die Regierungsverantwortung haben, die man sich früher gar nicht erträumt hätte? Also da ist ein Selbstempfindungsprozess im Gange. Werde ich jetzt, oder bist du da anderer Meinung? Schweres Thema, ja. Also es sollte zumindest für jeden möglich sein, über sich selbst zu lachen oder eben auch nicht als Signal dafür, dass der Kabarettist sehr weit gegangen ist. Also es gab mal einen Auftritt von Django Asyl, da saß Markus Söder im Publikum. Der Markus Söder hat nicht gelacht. Mhm. Und das war auch richtig so. Und es war ein großartiger Auftritt, der natürlich nirgendwo mehr zu finden ist. Und der hat ihn richtig hart angegangen. Mhm. Boah, schade. Ja. Gibt's nicht mehr. Gut, war auch ein Konservativer, den man da hat fertig machen können. Es fällt auch ziemlich ein, also fällt einem auch leicht. Hier die Anführungszeichen Konservativer, ja, nun okay. Denn. Also ein als konservativ firmierender, aber er hat dann eher so auf seine Art abgezielt und das war ein fantastischer Auftritt. Ja, gut, persönlich, also es ist persönlich geworden, da kann man schon verstehen, warum man da etwas pikiert ist. Ja. Wer dich sehen möchte, wo kann man dich finden? Ja, also gerne sind alle willkommen auf meiner Homepage ludger-k.de. Die ist aber sehr spartanisch und auch von Anno Tobak. Aber mittlerweile, wenn man den Punkt einmal verpasst hat, abzudaten, dann kann man das auch für immer so lassen. Also da gibt es Termine. Im Moment sehr auffallend wenige. Wie gesagt, ich mache auch viel jetzt für Firmen und privat. Ansonsten würde ich mich freuen über den Besuch meines YouTube-Kanals. Findet man einfach durch Google-Suche. Und ich verlinke natürlich alles. Oh, das wäre natürlich, am allerbesten. Aber ich bin auch hier in der Gegend in Berlin, zum Beispiel in Erkner. Mit einem Solo. Das ist im Osten von Berlin, so gerade eben brandenburgisches Restaurant. Ja. Da spiele ich Solo in der Nähe von Frankfurt, Kronberg im Taunus. Ein paar Termine gibt's. Wunderbar. Danke, Ludger, für deine Zeit. Ja, danke euch. Danke dir.